Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es einmal darum gehen, wie ihr euch ganz schnell diesen praktischen und universell einsetzbaren Tablet- und Smartphone-Halter baut. Ihr braucht dafür nicht mehr, als ihr in diesem Video erfahrt, und ihr braucht noch echt nicht viel Zeit. Das Ganze bekommt ihr für 0 Euro hin. Ich würde vorschlagen, los geht's nach dem Intro. Bleibt dran. Viel Spaß. Zunächst einmal braucht ihr natürlich ein Gerät, für welches ihr einen Ständer bauen wollt. Und da braucht ihr auch dann die Entscheidung, welche Größe ihr haben wollt. Bei mir habe ich jetzt das 8,3 Zoll LG G-Pad 8.3 genommen. Dann braucht ihr eine Pappe, ein Cuttermesser, wahlweise auch eine Schere, aber mit dem Cutter werden die Schnitte deutlich gerader, und einen Bleistift zum Schneiden. Dann legt ihr euer Tablet oder Handy, je nachdem welche Größe ihr nehmt, auf die Pappe drauf und zeichnet grob einmal die Umrisse. Dann wisst ihr ungefähr, wie lang der Ständer sein soll, damit ihr das Gewicht auch gut ausgleichen kann. Wenn ihr das aufgezeichnet habt, vergesst nicht, die Unterlage drunter zu legen, bevor ihr das ausschneidet. Und dann könnt ihr mit dem Cuttermesser auch schon direkt loslegen und die Schnitte nachziehen. Es kann auch vorkommen, dass ihr Schnitte mehrmals setzen müsst, wenn ihr nicht direkt durch die dicke Pappe durchkommt. Nachdem ihr das jetzt entstandene Rechteck ausgeschnitten habt, macht natürlich erst das Cuttermesser zu und dann halbiert ihr das Rechteck durch Knicken in der Mitte. Das Knicken kann unter Umständen, je nachdem wie dick die Pappe ist, natürlich auch einige Kraft in Anspruch nehmen, aber sollte dann doch eigentlich noch klappen. Für den Schlitz, in den wir das Tablet oder Handy reinstecken wollen, müssen wir natürlich erstmal wissen, wie dick das Gerät ist. Bei mir waren es jetzt etwa 0,7, 0,8 Zentimeter. Das heißt, ich habe den Schnitt so etwa 1,5 cm breit gemacht, damit wir auch noch Platz haben und uns nicht das Display noch zerkratzen. Dann einfach das Lineal anlegen und im 45-Grad-Winkel die Schnitte mit 1,5 oder 2 cm Abstand setzen. Wenn ihr nun die Zeichnung vollendet habt, dann müsst ihr wieder einmal zum Cuttermesser greifen und jetzt mit wirklich echt viel Kraft durch die Pappe durchdrücken. Passt auf, dass ihr nicht noch die Unterlage zerschneidet. Aber wenn es nicht beim ersten Schnitt klappt, dann könnt ihr das Papier natürlich auch aufklappen und von innen nochmal durchschneiden. Hauptsache ist einfach wirklich nur, dass wir da diesen Streifen rausgeschnitten bekommen und der auf beiden Seiten des zugeklappten Ständers weg ist. Mit ein bisschen Übung klappt es dann auch etwas schneller. Und dann ist der Ständer auch fast schon fertig. Denn wenn ihr die Streifen rausgetrennt habt, dann könnt ihr euer Tablet oder Handy oder was auch immer ihr reinstellen wollt, auch wirklich schon reinstellen. Nur das Problem seht ihr jetzt schon, denn das Display ist natürlich halb verdeckt. Das bringt euch nicht wirklich weiter. Deswegen wählt ihr euch eine Höhe aus, auf der ihr den Ständer abschneiden wollt. Ihr müsst nur aufpassen, dass es vorne da nicht rausfällt. Das heißt, ich würde 1 bis 1,5 cm wieder stehen lassen und setzt wieder einen Strich und wieder zwei Schnitte und schon habt ihr die Höhe des Tabletständers vorne halbiert. Und dann ist der Ständer auch wirklich schon fertig. So sieht er am Ende aus und hält durch die hohe Rückseite jedes Gerät wirklich stabil. Ihr könnt es auch im Hochformat reinstellen und es kippt euch nicht um. Das soll es dann für dieses Video auch schon einmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, jeder von euch da draußen hat jetzt seinen eigenen perfekten Tabletständer. Wenn dem so ist, dann lasst mich doch mal in den Kommentaren wissen, ob es bei euch auch so gut funktioniert hat. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mich doch mit einem Daumen nach oben wissen. In dem Sinne sage ich, hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschö, tschö, bye bye und auf Wiedersehen.